Internationale Gastronomiemesse Mailand. Diese Halle ist das Mekka der Kaffeeindustrie. Mitten unter ihnen Swiss Made. Franke ist weltweit die Nummer 2 der Kaffeemaschinenhersteller für die Gastronomie. Produziert und entwickelt in der Schweiz, trotz starken Franken. Und während andere Exportfirmen klagen, geht es Franke gut. Wir stehen gut da, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Was heißt, Sie stehen gut da? Wir machen Gewinn. Das ist Ivo Locher, der CEO von Franke Coffee Systems. Für ihn ist die Aufhebung des Mindestkurses immer noch präsent. Ich kam direkt aus Asien und dachte, meine Güte, das kann so nicht sein. Schock, Schock. Und dann schnell gehandelt, schnell überlegt. Locher setzte auf eine höhere Produktivität und auf Innovation. Während andere Firmen überlegten, ins Ausland zu gehen, war das für Franke keine Alternative. Wir bleiben in der Schweiz, weil wir stolz darauf sind, Maschinen aus der Schweiz herstellen zu können. Wir wollen dieses Swiss-Made-Label weiterhin verwenden dürfen, können. Und es ist uns ein großes Anliegen, dass wir in der Schweiz eng mit unseren R&Ds, unserer ganzen Research and Development am gleichen Ort sind. So für uns macht es keinen Sinn, dass unsere 33 Techniker, Ingenieure hin und her reisen, anstatt dass sie schnell 2 Meter über die Türschwelle gehen und mit den Leuten in der Produktion rennen können. Das Beispiel Franke zeigt, dass es in der Schweiz trotz starken Franken Möglichkeiten gibt, im internationalen Umfeld zu bestehen.